Achtet mal auf die Musik und auf die Flammen. Ja, das ist ein wirklich cooles Easter Egg, dass die beiden miteinander arbeiten, dass die Flammen und die Musik. Vielen Dank an diesen Kommentarschreiber für die Erinnerung an dieses kleine Easter Egg. Was zuletzt in Super Luigi Odyssey geschah. Das Bowser-Land muss jetzt zu 100% komplettiert werden. Da arbeiteten wir uns vom Ende bis nach vorne. Wir kamen schon ziemlich weit und auf dem Weg zeigte ich einen kleinen, coolen Glitch mit dem Peakmatz. Ciao zusammen und willkommen zur neuen Folge von Super Luigi Odyssey. Dieses Schild, welches man da in der Mitte sieht, kann er nicht, doch ich kann dran zoomen, da hat der Ben Nero geschrieben, da steht Bowsers großes Land. Gut, das ist schön, als wenn jemand Japanisch kann. Weiß nicht, ob er Japanisch kann, ob er es irgendwie gegoogelt hat oder so. Vielen Dank dafür. Und der Noodles Artelicious hat geschrieben, dass ich vergessen habe, auf diesen Bowser-Kopf zu gehen. Und mir ist das tatsächlich auch in den Sinn gekommen. Als ich im Bett lag und so noch einmal ein bisschen so überlegt habe und so, kam mir das in den Sinn. Oh mein Gott, ich war nicht da und habe diesen Mond vergessen, somit auch diese lila Münzen. Also vielen Dank nochmal für den Kommentar, aber ich bin auch selber noch später drauf gekommen. Okay, und wir haben auch noch andere Lila-Münzen verpasst. Die sind ein bisschen weiter unten. Auf dem Weg dahin können wir, können wir noch einen weiteren Kommentar einblenden, zwar von dem Centurion-Chan, und der hat geschrieben, dass diese Fische, die ich in der letzten Folge ein bisschen thematisiert habe, die da verschwunden sind plötzlich oder so, dass diese Fische Koi heißen. Oh mein Gott, Luigi! Oh mein Gott, als ob ich gerade den perfekten Frame getroffen habe. Oh mein Gott. Das war, dieser Kamerawinkel war so, man konnte nichts sehen. Ich konnte die Kamera auch nicht drehen. Und trotzdem habe ich den perfekten Moment erwischt. Denn ganz kurz bevor man ins Gift geht, kann man sich teleportieren. In der Luft kann man das ja nicht. Und oh mein Gott, als ob ich das geschafft habe. Ja, aber jedenfalls diese Fische, wir sind ja gleich da. Da sieht man sie auch schon. Genau da, diese Fische, die heißen Koi und sind sehr bekannt in der japanischen Kultur. Und natürlich ist das Bowserland auch japanisch angehaucht. Und da blende ich vielleicht mal ein paar Bilder ein von Google und so, wie diese Fische so in echt aussehen. Das sieht schon ziemlich ähnlich aus und das finde ich ein ziemlich cooles Detail. Und schön, dass da jemand auf geachtet hat. Und das sind übrigens auch die anderen lila Münzen. Und in den Kommentaren stand auch die Frage, wie ich diese Glitches und so kenne. Und naja, da kann ich nicht wirklich eine Antwort sagen, denn es ist einfach so, dass ich extrem viel Super Mario Odyssey Content auf YouTube gesehen habe und auch extrem viel das Spiel gespielt habe. Einfach, durch diese vielen Stunden Erfahrung mit diesem Spiel kenne ich einfach so vieles. Ich habe zwar selber, glaube ich, kaum Glitches gefunden oder so, aber ich habe zwei so ganz kleine Glitches gefunden, aber es ist ja nichts Besonderes. Und da auf dieser Insel, da müssen wir jetzt weitermachen. Genau, sonst haben wir jetzt hoffentlich alles. Und ja, also ich habe einfach ganz, ganz viele Kanäle. Ich habe auch über 700 Kanäle abonniert auf YouTube. Und darunter sind auch einige Mario Odyssey Kanäle. Und ja, ich habe einfach mein Wissen durch viele Stunden Erfahrung und viele Stunden Videomaterial oder so gesammelt. Und ja, und da versuche ich eben dieses Wissen so kompakt eigentlich in diesem Let's Play dazu legen. Ich habe auch eine Idee, dass ich irgendwann mal, also ja, ich will jetzt absolut kein Datum sagen, vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung, vielleicht im Sommer oder so, ein großes Projekt zu schauen, und zwar irgendwie so 100 Dinge, die du nicht über Super Mario Odyssey wusstest. Denn da gibt es wirklich extrem viele Sachen, die man da in seiner Liste nennen konnte. Dann könnte ich zusammen mit euch irgendwie diese Liste machen und so ein Mega-Video machen mit 50 oder vielleicht sogar 100 kleinen Dingen, die nicht so bekannt sind, und dann könnte man da wirklich etwas machen. Aber ich will nicht versprechen, dass dieses Projekt irgendwann kommen wird, denn das ist wirklich extrem aufwendig, und bei so extrem aufwendigen Projekten ist es häufig ziemlich schwierig, die Motivation zu behalten, weil man einfach so lange arbeitet und man sieht zwar, wie es weitergeht, aber irgendwie geht es mit meinem Mister, dass ich bei so kurzen Projekten, wie jetzt eben solchen kurzen Let's Play Parts, dass ich da eigentlich mehr Motivation habe, das fertig zu machen. Keine Ahnung, weshalb das. Einfach, weil man das schnell das Ergebnis sieht und so. Und deshalb habe ich auch ganz früh auf diesem Kanal, also bevor Let's Plays kamen, habe ich auch Nintendo-Content gemacht, aber so geskriptete Videos und so. Die kamen halt auch viel seltener und waren auch viel mehr Aufwand und so. Und ja, deshalb mache ich jetzt auch hauptsächlich einfach solche Videos. So.
Okay, ich hoffe mal, wir haben alles von diesem Planeten oder einfach von dieser Insel. Dann gehen wir noch zu der. Ja, wir sind wirklich schon fast am Ende und wir sind wirklich schon fast beim Final. Also wir haben so richtige Finalstimmung. Und ich denke mal, wir können in der übernächsten Folge schon gegen Bowser kämpfen. Ich will jetzt diese beiden Folgen da, also diese Folge und die nächste ein bisschen kürzer halten. Keine Ahnung, ob das klappt, denn ich will in der nächsten Folge, will ich dann die Mondhöhle im Mondland rückwärts machen. Ja, das ist eine kleine Challenge. Mal sehen, wie das so wirkt, aber das wird jedenfalls nicht in dieser Folge sein. Und ich glaube, ich könnte mir jetzt das neue Outfit kaufen und allgemein den Shop leer kaufen. So, ich habe jetzt den ganzen Shop leer gekauft und das neue Outfit gegönnt. Und auch einen neuen Mond gekauft und alle Souvenirs, die werden wir uns jetzt gleich ansehen. Aber zuvor komplettieren wir noch schnell den letzten, ja, ich sage einfach Planet. Ich bin so ein bisschen so Galaxy-mäßig, solche, es ist wirklich so viel Planeten, nur gehen die also das sind eigentlich wirklich Planeten, die, da sind einfach so fliegende Inseln und ja, das ist wirklich so ein bisschen, statt dieser Sternenringe hat man halt diese Stromleitungen und so, aber irgendwie hat es schon ein bisschen Galaxy-Feeling, würde ich sagen. So, und da brauchen wir Gumbas. Ich muss einen kapern, am besten gleich den oder einen solchen, genau. Da brauchen wir, glaube ich, 10 Stück für einen Gumba-Schalter. Und dann erscheint ein Mond. Aber abgesehen davon sollte es, glaube ich, nicht wirklich Monde geben. Denn diese erste Insel ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr klein. Die kleinste ist wahrscheinlich die mit dem Shop, aber da gibt es auch einige Monde. Und ich hoffe mal, ich habe alle Gumbas. Denn dann kann ich aus Versehen einige umbringen und jetzt muss ich das Ganze neu laden. Oh mein Gott, was war das für ein dummer Fail. Aber jetzt, wenn ich in die Odyssey gehe, um das Ganze neu zu laden, kann ich euch auch mal zeigen, dass hier ist vom Bowserland, da oben diese Spielkarten. Das ist übrigens auch ein Easter Egg, denn Nintendo gibt es ja schon seit dem 19. Jahrhundert, also seit 1800 irgendetwas, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben ja damals angefangen, nicht mit Videospielen, weil es das noch gar nicht gab, sondern mit Spielkarten. Und das ist eine kleine Anlehnung daran. Wahrscheinlich ist es auch eine Anlehnung an irgendein japanisches Kartenspiel oder so. Keine Ahnung. Und jetzt können wir mal in der Odyssee schauen, was jetzt da neu ist vom Bowserland. Genau, diese Statue da. Ich meine, ist die jetzt auch an Luigi angepasst oder nicht? Also jedenfalls hat sie da so ein grünes Tuch an und was ist das? Genau, diese Lichter da oben. Also diese, das ist auch so typisch asiatisch. Weiß ich, ob da etwas steht. Also das ist auch, sieht auch nach etwas japanischem aus. Kann mir auch jemand gerne in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Da dieses japanische Zeichen, was da oben ist. Und ich glaube, genau, es gibt einfach immer zwei Souvenirs für drin und noch ein Sticker für draußen. Und jetzt sind die Gumbas respawned und ich kann es nochmal machen. So, jetzt werde ich keinen aus Versehen umbringen. Ich kann sie aber, wenn ich will, jetzt umbringen. Ja, einfach raus mit der anderen Taste gleich Stampfattacke machen, dann kann ich da hoch und dann sollten wir, glaube ich, fertig sein mit dem Bowserland, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob ich schon diesen Mond da habe hinter der Odyssee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon mal am Anfang von einer Folge geholt habe. Wenn da hier vor der Bowser kommt, wird die andere Richtung schaut und genau, den habe ich auch schon. Also schaue ich mal auf die Liste. Und das sieht ziemlich komplett aus. Also ich habe da, die 38 ist voll, oben rechts sehe ich, ich habe 38, also da, ich habe keine Lücke. Die Münzen habe ich alle ausgegeben, aber ich frage trotzdem nochmal Schakelchen zur Sicherheit. Und tatsächlich haben wir keine Hinweise mehr übrig. Dann können wir jetzt endlich Bowser hinterher. Die Monde füllen sich. Also ich glaube, bevor wir Bowser besiegen, ist das Maximum der Monde 463. Also noch mit denen vom Mondland, wo wir jetzt hinreisen. Und jetzt haben wir 448, wenn ich mich nicht täusche, oder? Genau. Also es fehlen nicht mehr viele Monde, bis wir dann beim Finale sind. Ja, also in zwei Folgen. Die übernächste Folge sollte schon das Finale sein, also das finale Kampf. Natürlich kommt dann noch sehr viel nach dem Kampf. Und die Odyssey hat ihr maximales Potenzial erreicht. Ja, denn jetzt können wir nicht nur zwischen Welten auf der Erde herumreisen, sondern auch sogar auf den Mond. Das war eigentlich schon sehr, sehr lange klar. Und ja, wir retten jetzt Tiara und Peach. Aber eben, wie ich schon einige Mal angedeutet habe, schon, ich glaube, weiß nicht, ob sogar im allerersten Trailer, aber zumindest im zweiten und so war der Mond immer sehr, sehr offensichtlich so gezeigt. Und dann würden wir das neue Outfit, hätten wir auch schon früher mit der Amiibo bekommen können. Ja. Dieses Hochzeitsoutfit.
Und eben dieser Mond, der war schon in den Trailern und so immer sehr präsent. Und da war die Theorie immer groß, dass das Finale auf dem Mond stattfindet. Und ja, das ist jetzt wahr. Und diese Animation ist jetzt auch ganz neu, wie die Odyssee nach oben fliegt. Mit Luigi, mit der grünen Odyssee und so sieht das natürlich noch viel besser aus. Und da irgendwie mit dem Glitzer dann nach oben zum Mond. Und auf dem Mond ist natürlich die Schwerkraft anders. Haben wir einen anderen Ortsfaktor und da wird man anders angezogen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Welt, auch wenn ich persönlich die Mondgravitation zwar schon cool finde, aber ich das normale lieber mag, weil die Mondgravitation irgendwie so langsam auf mich wirkt. Also irgendwie kann man da ein bisschen langsamer mit da umgehen mit dem. Und das mag ich nicht so sehr. Also ich bevorzuge die normale, aber das ist auch jedenfalls ganz, ganz cool. Und genau, da fühlen wir uns jetzt ganz, ganz leicht. Und da werde ich jetzt mal versuchen, alle Monde zu bekommen, die man holen kann. Wie zum Beispiel diesen Mond da. Genau, denn da gibt es einen unsichtbaren Block. Es gäbe, glaube ich, auch noch einen darunter. Genau, so. Und dann gibt es doch einen. Nein, ich glaube nicht. Und man kann da einen kleinen Impossible Jump machen. Und zwar kann man da an den Rand gehen. Da kann man einen Stampfattackensprung machen. Dann so. Homing Cap Throw und dann kann man da rauf. Genau, das ist relativ einfach. Und ich glaube, in diesen Stein gibt es da keine Monde drin. Und dann können wir weitergehen. Ich habe auch noch eine Hinweiskunst. Eine fast letzte Hinweiskunst. Es fehlen noch drei Hinweiskünste von Social Media. Und zwei davon gibt es erst nach der Story. Und da drin gibt es noch einen Mond und ich finde die Atmosphäre auch ziemlich cool. Also mit der Musik ist wirklich nicht wirklich so eine Musik, sondern mehr solche Töne, die so spielen, solche Klänge. Aber ich finde es auch mega passend für das Mondland. Und das ist natürlich auch ein bisschen an Mario Galaxy angelehnt, natürlich. Da gab es keine solche Schwerkraft. Was eigentlich naheliegend gewesen wäre für Mario Galaxy, weiß ich, was, ob sie das nicht eingebaut haben. Aber in Super Mario Maker 2 bekommen wir dann auch ein leichteres Theme. Also ich glaube, wenn wir das Himmel-Thema, wenn wir da die Nacht einschalten, hat man leichte Gravitation. Ich bin jedenfalls sehr auf Mario Maker 2 gehypt. Aber man hat gesehen, diese lila Münzen sind Sternenteile oder Sternsplitter oder wie auch immer das heißt offiziell. Ich bin jetzt nicht einer der größte Profi, was offizielle Fachbegriffe betrifft. Und da haben wir übrigens die Hinweiskunst. Denn ich blende euch mal diese Hinweiskunst ein. Da sieht man irgendwie da, ich schaue mir das auch mal an, da sieht man irgendwie die Kirche und dann irgendwie so auf der Karte C und D, aber die Kirche ist da ganz oben bei A und nicht da bei C und D. Aber tatsächlich muss man das da hier ansehen. Also dieser Kreis, den man sieht auf der Hinweiskunst, ist dieser Kreis hier und dann ist da dieses X und dieser Kreis, das ist genau hier. Und dann muss man da einen Stampfattacker machen, sogar ziemlich präzise, damit man da den Pixel Mario hat mit den 200 Münzen. Also, das ist wahrscheinlich die schwierigste Hinweiskunst überhaupt, würde ich mal sagen, die es im Spiel gibt. So, wie lange ist diese Folge schon? Okay, wir können noch ein paar Monde sammeln, damit wir dann in der nächsten Folge gleich direkt in die Mondhöhle gehen können. Denn ich will gehen dann in der Folge, wenn wir dann beim Finale sind, gleich direkt mit dem Finale beginnen. Das wäre dann ziemlich cool. Und dieser Hase, mit dem kann ich einfach mit dem Hut stoppen eigentlich, und der ist auch so langsam eigentlich, und jetzt muss ich ihn noch catchen, genau, und da habe ich ihn gecatcht, nein, gecaught, genau, also auf Englisch nie catched sagen, sondern das gibt es gar nicht, sondern caught ist ein unregelmäßiger Verb, und da hatte ich mal in einer Prüfung einen ziemlich peinlichen Fail, weil das eigentlich ein sehr Anfängerfehler ist, ja. Okay, und dann sehen wir die Welt, können wir einen coolen Screenshot machen, man kann die Kamera nicht, doch, man kann die frei bewegen. Genau, das sieht ziemlich fresh aus. So. Vielleicht fürs Farbmodell gebrauchen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da fürs Farbmodell machen werde. So, und diese lila Münzen werden wir auch nicht ausgeben können. Der Shop erscheint erst nach der Story. Allgemein gibt es nach der Story noch extrem viel zu tun. Noch mehr als in jedem Mario-Spiel zuvor. Kann man da extrem viele Sachen machen, wenn man Storybänder hat. Nicht nur eine Spezialwelt, sondern es wird noch so viele mehr Sachen geben. Okay. Dann können wir jetzt da hin. Diese Weitsprünge sind so weit. Ich kann da sogar ohne einen Kappi-Sprung oder so gleich direkt da hingehen. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich. Jetzt ist es so schwierig einzuschätzen, aber kann ich mit einem Kappi-Roll-Jump dort auf die andere Seite kommen? Das sieht sogar möglich aus. Ja.
Oh mein Gott, das, als ob das sogar möglich ist. Ja, das ist sogar sehr leicht möglich. Vielleicht wäre das sogar mit einem Weitsprung möglich. So, und dann da nicht vergessen, nach hinten zu schauen, weil das noch, es da noch lila Münzen gibt. Dann wird diesen Mond, der ist nicht gelb. Der ist irgendwie so, ach, ist sehr schwierig die Farbe zu beschreiben. Aber das ist auch etwas anderes so. Ja, ich finde kein Wort, wie ich diese Mondfarbe beschreiben soll. Könnt ihr mir in den Kommentaren helfen? Ich bin da ziemlich schlecht darin. So. Wie ist dieser Checkpoint-Ding? Nein, wie ist dieser Checkpoint etwas mit Ding-Dong-Hochebene? Ein ziemlich seltsamer Checkpoint-Name. Ding-Dong, der den Kirchenglocken, ich weiß schon, aber das ist irgendwie trotzdem ziemlich seltsam, wie ich finde. So, und da müssen wir jetzt zwei Weitsprünge machen. War nicht zu weit, glaube ich. Oder kann ich auch komplett weit machen? Das geht auch. Da haben wir diesen Mond. Ja, dieses Mond hat jetzt allgemein wirklich sehr, sehr cool. Und oh, ich habe da etwas vergessen. Da ist eine Vogelscheuche da hinten. Ich hole das auch mal schnell nach. So, da bin ich jetzt bei der Vogelscheuche und da gibt es eine kleine Timer-Challenge. Ich weiß nicht, ob man sogar nach oben gehen kann. Und dann kann man da eigentlich ein bisschen cheaten. Und das Cheaten wird bestraft. Oh mein Gott, das war so... Das war richtiges Karma. Oh mein Gott. Oh, das war blöd. Und jetzt muss ich wieder zurück, weil ich diesen Checkpoint da habe. Okay, jetzt machen wir es aber ganz legit. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr, sehr einfach. Also, Weitsprung. 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 Und Weitsprung, ja. Der letzte Weitsprung war eher unnötig, aber dann kann man da machen. Sein Spin-Pound macht eigentlich gar keinen Sinn, weil der Spin-Pound ist relativ langsam. Also auch wenn man ihn schnell ausfüllt. Ja, ja doch, aber ich glaube, normal zu rollen ist glaube ich, schneller. Also normal in die Lore-Animation zu gehen ist das schneller auf dem Mond, weil man mit dem Spin-Pound, da braucht man ziemlich lange, bis man da wieder am Boden ankommt. Und irgendwie funktioniert das anders, ja. So, ja, das ist ziemlich langsam. So, und jetzt können wir mit der Turbo-Blume, nein, das heißt nicht Turbo-Blume, das heißt ganz offiziell Raketengewächs, ja. Und da ist die ruhige Wand. Sei vorsichtig, dieses Loch ist unglaublich tief. Ja, genau, das führt uns jetzt in so eine riesige Challenge-Area oder wie auch immer, mit Lava und so. Die Mondhöhle, aber die kann man überspringen. Und wenn man sie überspringt, kann man da gleich direkt hoch dahin bei der Sphinx und dann kann man von hinten in die Mondhöhle rein. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wir werden auch sehen, ob ich diesen Impossible Jump oder einfach diesen Moonskip, Cave Skip, wie auch immer, ob ich den im First Try schaffen werde. Und, ja, genau. Also da hoch. Das ist ziemlich weit, aber das kann man schaffen. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen, damit wir dann bereit sind fürs Finale. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.